Herzlich willkommen zur fünften Übung im Fach Tierökologie. Wir wollen uns heute mit den Tagfaltern beschäftigen und haben uns deswegen hier in Wurmlingen getroffen und wollen in Wurmlingen verschiedene Lebensräume anschauen, wo wir verschiedene Tagfalterarten finden. Als erstes gehen wir durch eine Salbei-Glatthafer-Wiese, danach in Wacholderheide und dann wollen wir hoch zur Kapelle, zur Wurmlinger Kapelle laufen. Das ist so ein Sonderlebensraum für Tagfalterarten. Dazu Näheres später. Dann gehen wir am Hirschauer Berg entlang. Das sind ehemalige alte Weinberge. Und auf der Rücktour laufen wir durch den Wald. Wir wollen also einmal verschiedene Arten uns anschauen. Welche gibt es hier? Die wollen wir bestimmen. Aber nicht nur das, wir wollen auch die Anzahl der Individuen zählen, um dann Rückschlüsse drauf zu ziehen, wo kommen zum Beispiel sehr viele Tagfalterarten vor. Das andere ist, dass wir uns die Lebensräume ganz genau anschauen und auch die charakteristischen Arten herausfinden wollen, die in diesen Lebensräumen vorkommen. Und das geht so, dass wir also hier mit einem Netz oder dass ich mit dem Netz die Schmetterlinge fange, damit man sie näher betrachten kann. Die kommen dann in so ein kleines Gläslein und dort kann man sie dann anschauen, bevor wir sie wieder freilassen. Ja, jetzt würde ich einfach mal starten mit dem Netz und gehe mal los in die Wiese hier rein. Also ich sitze jetzt hier in der Salbei-Glatthafer-Wiese. Die typischen Kennarten ist zum einen dieser blaue Wiesensalbei, der also hier noch schön blüht. Abgeblüht sieht er dann so aus, ne? Aber charakteristisch sind eigentlich ganz schön diese mehr oder weniger dreieckigen Blätter von dem Wiesensalbei. Und dann haben wir noch den Glatthafer, der hier bestandsprägend ist, der also sich über die ganze Wiese erstreckt, der hier so eine Form hat, ne? Das ist also der Glatthafer. Und was ich jetzt hier gefunden habe, sind verschiedene Schmetterlingarten. Also vor allen Dingen gibt es sehr viele große Ochsenaugen hier in der Glatthaferwiese. Die ist also typisch für diesen Lebensraum. Das ist jetzt hier ein Weibchen. Das hat also hier so eine ockerfarbige Binde. Und das große Ochsenauge gehört zu den Augenfaltern. Deswegen sieht man auch hier das Auge. Das ist also eine ganze Gruppe von Tagfaltern, die sich also charakteristisch ist über die Augen. So, was noch interessant ist, ist hier unten diese kleine Raupe. Die ist eine Nachtfalkerraupe, wahrscheinlich ein Spanner, der hier unter diesem Wiesensalbei-Blatt hängt. Die macht so ein bisschen Mimik, also die imitiert vielleicht irgendeinen Stängel, sodass sie also nicht als Fressfeind sofort erkannt wird. Also hier haben wir noch eine zweite Art aus der Salbei-Glatthafer-Wiese. Das ist der Hauhechel-Bläuling. Der Hauhechel-Bläuling, wie der Name schon sagt, kommt von den Götzogattung der Bläulinge und ist der häufigste Bläuling in Deutschland. Und auch hier am Spitzberg ist er recht häufig, die dritthäufigste Art mit etwa 4000 Individuen, die hier ungefähr vorkommen. Der Bläuling, die Falter, die machen ihre Flügel immer zu, meistens, ne? Und nur wenn sie viel Sonne tanken wollen, machen sie die Flügel auf und dann sieht man auch das Blau. Das Männchen, die Männchen sind alle blau gefärbt, die Weibchen eher Brauntöne. Die gehören zwar auch zu den Bläulingen, aber die Weibchen sind braun gefärbt. Das heißt, wenn sie einen braunen Falter sehen, heißt das nicht, dass das kein Bläuling ist, sondern möglicherweise das Weibchen eines Bläulings. Was typisch ist für die Bläulinge, sind die Punktierung der Unterseite. Man sieht ja jetzt die Unterseite vom Falter. Und anhand dieser verschiedenen Punkte kann man dann die verschiedenen Bläulinge gut bestimmen. Das heißt, die Oberseite ist bei den Bläulingen überhaupt nicht charakteristisch, sondern die Unterseite, und zwar die Anordnung der verschiedenen Punkte. Wir sind jetzt hier im zweiten Lebensraum, den wir uns anschauen wollen. Das ist die Wacholderheide. Namensprägend sind natürlich die Wacholder. Und zwar haben wir hier zwei verschiedene Typen von Wacholder. Der kriechende Wacholder, den man jetzt auch gut sieht, und der eher hochgewachsene Wacholder. Beide Typen sind hier da. Und die Wacholderheide ist von der Struktur her ganz anders. Wir haben so eine patchartige Struktur. Das heißt, es gibt verschiedene Vegetationsbereiche, wo die Halmdichte
dichter ist und wo die Halmdichte lockerer ist. Das hängt mit der Schafbeweidung zusammen. Das heißt also, hier sind Schafe als Pflege eingesetzt und diese Schafe, die beweiden nicht alles gleichmäßig. Das heißt, es gibt Stellen, die sie besonders mögen. Es gibt Stellen, wo sie Kot abgeben, urinieren und das führt zu unterschiedlichen Nährstoffverhältnissen und damit auch zu einer anderen Pflanzenzusammensetzung. Die Salbei-Glatthaber-Wiese, die war komplett gemäht. Die wird jedes Jahr gemäht, einmal im Jahr. Und dadurch ist die komplett homogen und wir haben nicht diese patchartige Struktur. Das ist also bei der Schafweide hier ganz anders. Und es gibt verschiedene Pflanzenarten, die hier typisch sind, auch verschiedene Falterarten. Die werden wir uns jetzt hier nochmal angucken, was es für Falterarten hier gibt. Aber es gibt auch Überschneidungen zwischen Salbei, Glatthaferwiese und dem Wacholder mit der Wacholderhalde. So, wir wollen jetzt uns nochmal ein paar typische Pflanzenarten anschauen der Wacholderheide. Das eine ist hier der Thymian. Hier ist der frühblühende Thymian zu sehen. Das ist also eine Art, die von den Schafen ungern oder gar nicht gegessen wird. Dann haben wir noch das Zittergras. Das ist auch typisch für so eine Wacholderheide und mittlerweile gar nicht mehr so eine häufige Pflanze. Und die dritte Pflanzenart, die wir hier zeigen wollen, ist die Silberdistel. Also Silberdisteln sind auch ein typischer Anzeiger für eine Schafbeweidung, weil Schafe diese spitzen Silberdisteln nicht fressen würden. Übrigens genauso wie den Wacholder, ne? Den wir auch schon gezeigt haben. Der wird natürlich von den Schafen auch nicht gefressen. Für die Übung zur Erfassung der Tagfalter sind einige Materialien notwendig. Zum einen die beiden Erfassungsblätter, hat eine Rückseite, und die Karte, wo also die Eintragungen durchgeführt werden. Dann benötige ich natürlich einen Kugelschreiber. Ein Schmetterlingsbuch kann hilfreich sein. Da kann ich dann hier Schmetterlinge, die Tagfalter Deutschlands empfehlen, mit Bestimmungskarten und auch allgemeinen Informationen. Hier sind die Bestimmungstafeln. Sehr gut. Und es sind nur die deutschen Falter drauf. Das heißt also, viele Arten, die in anderen Führern drauf sind, die sind hier nicht enthalten. Und dadurch ist es deutlich einfacher, mit dem Buch zu arbeiten. Ich habe noch ein Schmetterlingsnetz mit. Das dürfen Sie hier nicht verwenden. Da brauchen Sie extra eine Genehmigung. Das heißt also, alle Falter, die man fängt, es ist verboten, freilebende Tiere einfach zu fangen und mitzunehmen. Deswegen dürfen Sie das nicht einsetzen und deswegen brauchen Sie das auch nicht. So, wir kommen jetzt zu dem Erfassungsblatt. Und zwar sind am Anfang hier allgemeine Angaben zu machen, wann Sie hier waren, die Startzeit und die Endzeit, auch Angaben zur Bewölkung und zur Temperatur und zum Wind. Also sprich, wenn es stark bewölkt ist, dann fliegen oft weniger Schmetterlinge, deswegen trägt man das auch ein. Dann macht es auch keinen Sinn, hier eine Übung zu machen. Also möglichst sonnig sollte es sein. Aber Vorsicht, wenn es sonnig ist, bitte auch Sonnencreme mitnehmen, weil am Spitzberg kann man sich auch schnell einen Sonnenbrand holen. Dann die Temperatur. Das heißt, wenn es sehr heiß ist, kann es sein, dass weniger Schmetterlinge fliegen. Wenn es zu kalt ist, fliegen auch wenige. Das heißt, so ab 27, 28 Grad wird es denen oft zu heiß und ab unter 14 Grad wird es denen zu kalt. Dann der Wind spielt eine Rolle. Bei Windstärke ab 4, Windstärke 4 macht es keinen Sinn mehr. Das heißt, dann sind schon die Bäume ordentlich in Bewegung. Das mögen die Falter natürlich nicht. So, dann gibt es 4 Fragen zu beantworten. Wir wollen also wissen, wie viele Arten wurden insgesamt erfasst auf der ganzen Tour. Dann, welche Tagfalter kommt am häufigsten vor? Also welche Art, in welchen Individuenzahlen kommt die am häufigsten vor? Und dann haben wir ja auch diese Aufteilung nach den Lebensräumen. Da sollen Sie also schauen, in welchem Abschnitt Biotop kommen die meisten Arten vor, beziehungsweise die meisten Individuen. Und kommt auch rote Listearten vor. Das erkennen Sie hier auf dem zweiten Blatt. Da sind also auch die rote Listearten aufgeführt. Hier sind übrigens die Arten aufgeführt, die bei einer normalen Juni-Juli-Begehung zu erwarten sind. Das heißt, andere Falter sind eher die Ausnahme, wenn Sie jetzt noch andere Arten sehen. Und da wird dann praktisch pro Lebensraum tragen Sie hier ein, welche Arten Sie sehen und wie viele Individuen Sie zählen in den einzelnen Abschnitten. Das kann Sie alles vom Weg aus machen. Sie sind also nicht, Sie müssen nicht in die Wiesen laufen für diese Übung. Ein bisschen vielleicht mal gucken, also
eher langsam laufen, nicht zu hektisch, ne? Eher sehr aufmerksam gucken, was da so ist. Und dann können sie eigentlich die Falter ganz gut erfassen. Das häufigste, was derzeit fliegt, sind Ochsenaugen, große Ochsenaugen und Schachbrettfalter. Und die kann man auch sehr gut erkennen am Flug und am Aussehen. Das ist also recht einfach. So, ich stehe jetzt hier oben auf der Wurmlinger Kapelle. Die Wurmlinger Kapelle ist ein ganz besonderer Standort für Schmetterlinge und zwar für ganz unterschiedliche Arten. Zum einen haben wir den Schwalbenschwanz, der hier oben einen sogenannten Hilltopping-Platz hat. Das heißt, es ist ein Balzplatz, wo die Schwalbenschwänze sich treffen. Das ist der höchste Punkt im Gelände. Und die wissen evolutiv, dass hier oben ein Treffpunkt ist der anderen Schwalbenschwänze. Das heißt, die kommen zusammen, um sich zu verpaaren. Und die Eiablage erfolgt aber woanders. Das heißt, achten Sie hier auf das Dach der Kapelle und auf die Pflanzen. Der Schwalbenschwanz ist der auffälligste Falter, der hier rumfliegt. Das heißt, den kann man eigentlich nicht übersehen, wenn er fliegt. Es ist eine gute Flugzeit Anfang Juni. Das ist schon die zweite Generation. Die erste Generation ist Anfang April schon geflogen, bis Mitte April. Und jetzt praktisch diese zweite Generation, die fliegt vielleicht bis Ende Juni. Dann kommt möglicherweise noch eine dritte im August. So, das ist der eine. Dann haben wir noch verschiedene andere Falter, und zwar verschiedene Wanderfalterarten, die hier einen kurzen Stopp machen, um dann weiter nach Süden und im Herbst nach Norden zu fliegen. Das ist zum einen der kleine Fuchs, der hier auch an Pflanzen zu sehen ist, ne, an Prituspflanzen. Dann haben wir den Distelfalter, der manchmal hier zu sehen ist, auch in größeren Stückzahl. Und auch der Admiral und auch das Tagfrauenorgel. Das sind alles Arten, die wandern, die also relativ zügig fliegen und hier stoppen. Man kann sie hier beobachten, dann aber wieder abziehen. Oben an der Kapelle hat man eine gute Chance, den kleinen Schlehenzipfelfalter zu beobachten, der jetzt hier auch gut zu sehen ist. Und zwar gehört er auch zu den Bläulingen, aber er ist eher braun gefärbt, hat diese roten Randpunkte und einen kleinen Zipfel, den man aber nur sieht, wenn er ganz frisch ist und bei dem kleinen Schlehenzipfelfalter nicht so gut ausgeprägt ist, also eher kurz ist. Der kleine Schlehenzipfelfalter auf der Kapelle oben lässt sich gut an diesen kleinen gelben Husarenköpfchen beobachten oder an der Mauer, und zwar sitzt er da gerne auf den Efeublättern. Er selber legt seine Eier ab an Krüppelschlehen, die ganz stark besonnt sein müssen, und oft ist da Rohboden in der Nähe. Das heißt, der Boden wärmt sich stark auf, sodass Eier und auch Raupen ganz viel Wärme abbekommen. Und das braucht er. Ansonsten kommt er in diesen Lebensräumen nicht vor. Das heißt, sonnenexponierte Stellen mit kleinen, kurzen Schlehen. Also, wir sind jetzt am Naturschutzgebiet Hirschauer Berg angekommen. Genau an dem Punkt laufen wir jetzt hier am Rande entlang bis zu dem kleinen Pfad. Und der Blumensteig ist das. Und da geht es dann steil hoch bis in den Wald. Und zurück laufen wir dann im Wald, im Schatten zurück bis zu dem Ausgangspunkt. Ich stehe jetzt hier am Rande vom Hirschauer Berg. Und zwar an einer Trockenmauer. Trockenmauern sind charakteristisch für das gesamte Gebiet. Die sind also in Trockenbauweise erstellt worden. Das heißt, die haben hier keine Fuge. Das heißt, also es ist nicht verputzt in irgendeiner Weise, sondern die Steine sind trocken übereinander gesetzt. Und sie sind wertgebend in dem Sinne, dass viele wärmeliebende Tier- und Pflanzenarten in der Nähe der Trockenmauern zu finden sind. Das liegt daran, dass sich tagsüber die Mauer aufheizt und diese Wärme auch abends wieder abgibt. Aber natürlich auch tagsüber ist die Umgebung der Trockenmauer sehr, sehr warm. Und viele südeuropäische Arten, die das benötigen, halten sich gerne in der Nähe von diesen Trockenmauern auf. Zum Beispiel auch die Tagfalter der Mauerfuchs ist hier sehr gerne zu finden. Wir haben auch viele Löcher hier drin. Da findet man auch immer wieder Eidechsen. Also die Smaragdeidechse und die Zaunerdechse haben wir hier. Auch die Schlingnatter oder auch Vögel, die in Hohlräumen drin brüten können. Und es gibt viele interessante Pflanzenarten, zum Beispiel die Boxriebenzunge. Das ist eine Orchideenart. Man muss mal dran riechen, die stinkt nach altem Ziegenbock. Deswegen der Name Boxriebenzunge. Gut, jetzt wollen wir mal gucken, was hier im Hirschauer Berg los ist. Ich werde mal jetzt gucken, was für Schmetterlinge ich hier finden kann und dann berichten. Also jetzt habe ich jetzt hier mal kurz einige Kescherfänge in der Wiese im Naturschutzgebiet durchgeführt, was nicht erlaubt ist. Machen Sie das bitte nicht nach. Aber es soll nur mal zeigen, wie viele Arten und wie viele Individuen man hier findet. Also vor allen Dingen ist das Schachbrett jetzt zahlreich, also auch ein Augenfalter. Dann habe ich hier noch gefangen ein Widderchen
und ein kleines Wiesenvöglein, ne? Und sogar noch ein Bläuling. Also vier verschiedene Arten innerhalb von wenigen Sekunden sind hier ins Netz gegangen. Zeigt einfach deutlich, dass hier das Schutzgebiet ein idealer Lebensraum ist für die Tagfalter. Komm, alle raus. Cool, eine Nymphe Acania, ein weißbindiges Wiesenvöglein, eine gefährdete Schmetterlingsart, die also auch Magerrasen benötigt, aber auch so halbschattige Situationen. Das heißt also, den ganz heißen Magerrasen bewohnt die Art nicht. Und was auch wieder typisch ist, es ist ein Augenfalter. Das erkennt man wieder an den einzelnen Augen, die gut zu sehen ist. Aber charakteristisch ist die weiße, auffällige Binde. Und damit kann man ihn auch gut vom kleinen Wiesenvögel unterscheiden, was ja auch hier am Spitzberg vorkommt. Das kleine Wiesenvöglein ist wesentlich häufiger als das weißbindige Wiesenvöglein. So, ich habe jetzt mal die Augenfalter aufgeschlagen aus dem Bestimmungsbuch, was ich vorhin gezeigt habe, um die Unterschiede zu zeigen zwischen weißbindigen Wiesenvöglein und kleinen Wiesenvöglein. Also die weiße Binde ist hier gut dargestellt, die kann aber variieren, die müssen nicht immer so breit sein. Und das Weißbindige unterscheidet sich sehr gut von dem kleinen Wiesenvögel, was ein bisschen häufiger ist am Spitzberg, weil hier nur eine ganz kleine Binde zu sehen ist oder fast gar keine. Der Falter wirkt auch größer als das kleine Wiesenvöglein. Das feine Wiesenvöglein im Flug ist eher einfarbig gefärbt und nicht so dunkel. Und hier, da sieht man schon das kräftige Orange und auch ein bisschen die weiße Binde, wenn es vorbeifliegt. Am Spitzberg kommen auch verschiedene Widderchen vor. Also Widderchen gehören nicht zu den Tagfaltern, sondern zu den Nachtfaltern, sind aber tagaktive Nachtfalter. Und typisch ist für sie die roten Punkte und der schwarze Körper. Zwei Arten kann man jetzt zu dieser Zeit ganz gut sehen. Das ist einmal das Beilfleckwidderchen. Das sind jetzt zwei Beilfleckwidderchen und auch den Sechsfleckwidderchen. Und das Sechsfleckwidderchen hat, wie es sein Name sagt, sechs rote Flecken auf den Flügeln, auf jedem Flügel. Und das Beilfleckwidderchen hat fünf Flecken. Und die beiden unteren Punkte sind zusammengefügt und bilden so eine Art Beil. Deswegen Beilfleckwidderchen. Und was bei den Widderchen besonders ist, ist, dass sie Blausäure bilden können und deswegen giftig sind. Deswegen können sie sich auch diese auffällige Färbung leisten. Ja, sieht man auch hinten nochmal den Fleck schön. So, jetzt haben wir hier noch zwei wilde Schmetterlingsarten. Aber auch typisch für den Spitzberg oder für das Schutzgebiet Hirschauer Berg ist hier dieser Gelbling. Das ist der Colias alpha cariensis. Das ist ein Hufeisenklee-Gelbling. Und der Name kommt daher, dass die Art ihre Eier auf Hufeisenklee ablegen. Und dort auch ist auch die Fraßpflanze letztendlich von den Tieren. Ich bin jetzt am letzten Lebensraum angekommen, und zwar der Wald. Im Wald gibt es nur wenige Tagfalterarten, die hier vorkommen. Und ich bin jetzt hier an der Stelle, wo relativ viel Licht in den Wald kommt. Hier wurden also einige Bäume entfernt und dadurch kommt das Sonnenlicht rein und die Tagfalter brauchen immer dieses Licht. Das heißt, breite Waldwege, kleine Lichtungen, da halten sich Tagfalter auf. Ich habe jetzt hier nur zwei Arten gehabt, das Waldbrettspiel und den C-Falter, die hier auch feste Reviere besetzen. Und die sind immer dann auf diesen kleinen Lichtspots im Wald zu finden. Ansonsten findet man noch den kleinen Schillerfalter, der etwa ab Mitte Juni fliegt. Und auch der kleine Eisvogel und auch der große Schillerfalter. Na, das sind eigentlich die Arten, die man hier so findet. Sonst nur dann im Wald, wenn die Lichtungen sehr groß sind. Dann findet man noch weitere Arten. Ich habe jetzt auch angefangen, die ganzen Individuen hier, die ich eingetragen habe, auszuzählen. Das heißt, man sieht jetzt hier auf der rechten Spalte die ganzen Gesamtanzahlen und jetzt kann ich auch relativ schnell sehen, wo die meisten Arten und die meisten Individuen vorgekommen sind. Das ist eindeutig bei mir hier die ehemaligen Weinberge, also der Abschnitt 4. Das sind also die meisten Striche. Und am häufigsten insgesamt war der Schachbrettfalter, gefolgt vom großen Ochsenauge und dann vom Hauhechelbläuling. Aber wir haben auch einige interessante Arten entdeckt, und zwar die auch auf der roten Liste stehen. Das ist zum einen der Schwalbenschwanz, der sowohl in Deutschland als auch in Baden-Württemberg auf der Vorwarnliste steht.
Dann der Hufeisenklee-Gelbling, der auf der Vorwarnliste in Baden-Württemberg steht. Dann haben wir noch gehabt das weißbindige Wiesenvöglein, das in Baden-Württemberg gefährdet ist. Und auch der kleine Schlehenzipfelfalter, der ist in Baden-Württemberg gefährdet. Also die beiden Arten haben wir auch entdeckt. Ja, und insgesamt waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Tagfalterarten plus zwei Widderchenarten, und zwar das Beilfleckwidderchen und das Sechsfleckwidderchen. Macht also insgesamt 18 Tagfalter- und Widderchenarten, die wir hier innerhalb des Spitzberges in diesen 5 Abschnitten beobachtet haben. Das erstmal dazu. Damit sind wir jetzt hier am Ende angekommen. Versuchen Sie, die Übung so zu machen, dass Sie langsam durchs Gelände laufen, sehr aufmerksam, auch rechts und links des Weges schauen, was da für Falterarten sind. Ein Fotoapparat kann helfen, um auch die Arten zu fotografieren und vielleicht nachher noch zu bestimmen. Das ist also sehr hilfreich. Manchmal geht es sogar mit dem Handy, wenn die Falter gut sitzen bleiben. Ansonsten sind wir jetzt hier am Ende, versuchen Sie, möglichst viele Schmetterlingsarten zu sehen. Ich wünsche Ihnen viel Glück und dann bis bald. Tschüss.